Da vorne ist wieder ein rundes Ding. Das sich einfach so rumrundet. Und wieder eine Steinfigur, die anscheinend sich entspannt zurücklehnt. Na, ich bin gespannt. Ich renne hier einmal durch den Busch durch, was ich noch nicht machen würde. Hey, ist ja kein echter Busch. Und da sind bestimmt noch keine Insekten drin, die mir ins Bein beißen, denn ich habe keine Beine. Und dann kommen wir hier an diese wunderschöne Ecke, wo bestimmt eine grandiose Aussicht auf uns wartet. Okay. They say that up to 60% of the human body is composed of water. Perhaps this is what draws us so frequently in its direction. To immerse ourselves in it, become one with it, return to our natural selves. We cannot deny what we are, despite our efforts to the contrary. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Hier ist eine Hütte. Auf geht's. Ich werde da wieder überrascht, oder? Gar nicht wirklich. And there was light. Every tiny flickering flame feels like a beacon unto itself, tearing one's heart in so many directions at once. At least the warmth that they provide is comforting to a soul lost in its own frigid darkness. Ja, das Licht. Das ist irgendwie beruhigt. Immer wieder schön. Hinab geht es im Berg. Und der Weg geht einfach weiter. Führt uns dann vielleicht. Da ist ein Gesicht. Führt uns dann vielleicht wieder hinauf auf die Bergspitze, wo ein paar Freunde auf uns warten. Damit es so wirkt, als würden wir wirklich ein Ziel haben und nicht einfach nur den Weg hier entlang gehen. Wenn ich ehrlich bin, ich habe auch nie ein Ziel. Ich gehe einfach mal irgendwo hin, gucke mir das an, gehe dann weiter und gerne auch kreisen. The oceanside can be an ideal place to ponder upon the many lives we could have lived. Perhaps this is what draws some people to douse electronically for the lost possessions of others. The beach can hold many secrets, some beautiful, some tragic. The power of both is equal. To those willing to dip their toes into the sands of the past, just to see what they can find. Ja, am See rumgehen und Dinge finden, die anderen Leuten gehörten. Ist jetzt nicht mein Fall, aber ich stelle mir gerne vor, wie es wohl wäre, auf anderen, auf dem See zu reisen, an der Küste entlang. Nicht weit weg von Land, weil man möchte auch irgendwann weg vom Schiff gehen. Um zu sehen, was es so in der Welt gibt. Und hoffentlich ist es keine Schlange. Okay, das scheint mir nach dem der richtige Weg zu sein, deswegen gucke ich mal kurz hier hoch. Oder es gibt zwei Wege. Was ich jetzt nicht so cool finde. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, der hier ist interessanter. Ich gehe jetzt nochmal hier kurz gucken.
ob es wirklich zwei Wege sind. Oder ob die Küste hier einfach endet. Hier geht's weiter. Mann, du kannst doch nicht zwei Wege. Das ist ein Leuchtturm. Okay, sorry, anderer Weg. Ich gehe zum Leuchtturm. Vielleicht ist der Leuchtturm ja wirklich ein Objekt, wo wir Schutz finden, wie in so vielen Geschichten. Oder er schützt einfach nur die Schiffe davor, hier gegen zu knallen. Im Zweifelsfall renne ich halt wieder zurück und gehe den anderen Weg lang. Ah, aber hier sind schöne Blumen. Und so langsam wird es wieder Zeit, dass die Dame spricht. Sieht auch ein bisschen aus wie eine E-Zigarette, aber egal. Sprich. Okay. Ich scheine hier in einer Sackgasse gelaufen zu sein. Aber ich gucke trotzdem nochmal, weil hier muss noch weitergehen. Es muss noch weitergehen. Ich will hier weitergehen. Nö, ich bleib jetzt hier. Okay. Ich habe eben irgendein Achievement gekriegt von wegen Flieg on the way. Gehst du auf? So many will-o'-the-wisps lighting up the darkness. The promise of an alternate path leads to a fresh glimmer of hope, but little else. Sometimes it is best to have a single unerring goal to which to stubbornly adhere. Too many diversions can lead one astray, one too many times. But then again, it never hurts to try. Ja, es schmerzt niemals, es versucht zu haben. Ich bin dem Irrlicht gefolgt. Falscher Weg, falscher Ort. Drum heißt es. Wieder was gelernt. Was Schönes gesehen. Kehrtmarsch. Und wieder zurück. Ist mir gelegentlich mal passiert. Da fährt man mit dem Fahrrad schön durch die Gegend. Und plötzlich steht man irgendwo gönne und denkt sich, nein, ich fahre nicht über diesen Strand mit dem Fahrrad. Weil das so anstrengend ist. Dann fahre ich lieber wieder zurück. Und fahre dann den komischen Berg hoch, der noch anstrengender ist. Und wundere mich, was das da drüben Großes ist, was sich bewegt. Ein Riesenfrosch. Warum ist da ein Riesenfrosch? Sowas habe ich noch nicht erlebt. Bitte nicht. Gut. Der Adler fliegt da einfach nur. Der Riesenfrosch ist weg. Und ich habe nicht meine Schreckensvision gesehen, dass er Frosch sich eben mal kurz mit der Zunge den Adler schnappt. Okay, dann am Riesenfrosch vorbei. Adler hat uns abgelenkt und plötzlich war alles sehr gut. Die Sonne verschiebt sich gerade radikal. Vollgas. Sowas möchte ich auch nicht erleben, dass ich draußen stehe und plötzlich bewegen sich die Schatten so schnell. Ohne dass sich Bäume bewegen.
Gut, berghoch. Musik ändert sich. Auch immer sehr interessant bei Spielen, wie sehr die Musik eigentlich das beeinflusst. Genau wie bei Filmen. Okay. Den Weg, den ich zuerst einschlagen wollte, dann doch nicht gemacht habe. Und hier ist ein Turm. Ich gehe in den Turm. Damit das Spiel ist. Ein alter Turm. Aus dem Altertum wahrscheinlich. We all live and die in cages of our own design. Some of us possess the keys to our prisons and allow ourselves to roam from time to time. Yet we always come back, as there is comfort in confinement, serenity in security. Ja, ich gehe den Ding hier hoch, um eine Ratte im Käfig zu sehen, wie sie... Okay. Aber wenigstens haben wir eine lehrreiche Lektion gehört. Der Käfig der eigenen vier Wände. Aus denen man irgendwie schwer rauskommt, weil man sich denkt, draußen ist so viel los. Oh, ein Dude. Wer weiß, was draußen passiert, da bleibe ich lieber in meinem Käfig, da weiß ich wenigstens, dass die Chance relativ gering ist, dass irgendjemand durch die Wand bricht. Das ist immer so der Moment, wo man denkt, wenn jetzt die Welt zusammenbricht, dann gehe ich. So, geht das Licht da auch an? Was ist das? Wegbeleuchtung, würde ich sagen. Oder ein kleiner Ofen. Eben keine Kerzen drin, also ist eine Beleuchtung. They say the average adult body is filled with up to 1.5 gallons of blood. How many bodies would it take to make it rain? How much atrocity would it take to fill a swimming pool? An ocean? But enough of such morbid musings. Come rain or red, we must push forward and never forget our destination. Okay, die Geschichte wird ein bisschen düsterer als ich das letzte Mal. Was bist du? Böse. In dieser Umgebung schon. Ein Baum mit einer Leiche dran, sag ich mal. There will always be those jealous of our ambitions. Rats running the same maze, seeking the same moldy piece of cheese. Whether we win the race is up to us. Though perhaps fate also plays a part. And there need not always be just one winner. But woe be to him who has the misfortune to discover what happens to those who lose. Yeah. Ja, jetzt sind wir wieder im Schnee. Ja gut. So habe ich mir die Vorhölle vorgestellt. Mit Schnee. Kein Scherz, so stelle ich mir die wirklich vor.
Schnee, kalt und warten, bis man dran ist. Hallo. Ich bin kein Anwalt, aber ich muss hier trotzdem rein anscheinend. For much of our lives, we seek warmth. Yet sometimes the cold is better. Sometimes the dark is preferable to a ray of sunshine. Sometimes our tribulations give us renewed strength, allowing us to push towards our destination with greater vigor than before. Ja, lass ich einfach so stehen. Ich nix kalt. Obwohl ich manchmal eher im Schatten stehen möchte als im Sonnenstrahl. Besonders wenn das brennt auch da. Also wenn man so die Energie da drauf spürt und... Dann gehe ich doch lieber in Schatten. Aber wenn es draußen schön warm ist, ach, herrlich. 23 Grad um Mitternacht ist einfach geil. So, aber wo bin ich jetzt hier? Wo muss ich hin? Warum gibt es hier nur einen Weg? Und es ist trotzdem unglaublich hübsch. Die Sonne scheint auf den kalten Schnee. Zum Glück steht sie so hoch, sonst würde ich nichts mehr sehen. We may choose to see the world in black and white. Yet it is anything but. The tiny nuances that color our existence are often invisible to the naked eye. But if one peers closer, the most alluring of cracks can appear. And through these cracks, the most unexpected of hues. We should never seek to tarnish our world with a single brush. Ja, die verschiedensten Farben, die die Welt so vor sich bringt. Das ist echt schön. Und ich traue ein bisschen um Leute, die nicht alle Farben sehen können, aber... Das merkt man ja eigentlich auch nur, wenn sie... bunte Sachen auf den Bildschirm bringen sollen und nicht sicher sind, ob das jetzt ein grüner Ton ist oder nicht. Naja, gehen wir doch mal hier durch die Kühle und den leicht... abstrakte Farben, sag ich mal, weil irgendwie glaube ich nicht, dass Rosa auf so ein Blatt passt. Aber meinetwegen. Vielleicht sieht man es auch nicht so richtig. Ich glaube, hier führt mich mein Weg entlang. The wild is unforgiving at this altitude. Having come this far, we have but one thing on our minds. To gaze upon the truth with the naked eye. Be it bitter or beautiful. It is something that begs to be known. We will suffer its hardships if we must. Yeah. Oh. Okay, nur rot angemalt, nicht irgendwie. Möchtest du hier denn, Vogel? Ja, nur rot angemalt, nicht wirklich abgeschnitten. Mach's gut. Ich bin leider kein Tierarzt, sonst würde ich reparieren und so. Aber andererseits glaube ich, dass der Motor aus war. Und der Vogel einfach nur noch die Reste sich holt. Ja, das finde ich aber merkwürdig, wenn so große Tiere da liegen und kleine Tiere sich davon ernähren können, weil die von einem größeren Tier gerissen und liegen gelassen wurden, weil sonst, die haben ja auch ein Verfallsdatum. Kann ja nicht irgendwie 6 Wochen an einem einzelnen Tier essen, weil das verschimmelt ja auch irgendwie, wie im Kühlschrank. Schlechter Vergleich, ich weiß, aber besser lag hier gerade nicht rum. Gut, wie dem auch sei. Ich stapfe durch den Schnee. Ole. Und trinke noch einen Schluck, weil so langsam wird mein Mund trocken.
Typ ist der Eistee aus der Kindheit, aus der Dose. Also der kam jetzt nicht aus der Dose, aber es ist der Eistee. Dem ich einen Kollegen nochmal zeigen muss, weil der sagte, ja, die gibt's nicht in der Dose, die gibt's nur in der Dose, die gibt's nicht in der Flasche. Und jetzt habe ich ihn in der Flasche gesehen. Schmeckt aber nicht wie aus der Dose. Gut, wir sind hier jetzt hier oben. Hier geht's rüber und das war übrigens auch mein erster Dosendrink, den ich mir gekauft habe irgendwann mal. Ich schwebe. In the face of the impossible, we must improvise. Even the most insurmountable of tasks might hide a solution, if we are only willing to look upon the world with different eyes. Do we rise to the challenge, or shuffle away with tails between our legs? Alas, the truth beckons, and it would be rude to disappoint it. Okay, hier ist wieder gehen, da drüben war über die Luft gleiten. Und manchmal schafft man was, was man nicht erwartet hätte, dass man schaffen könnte. Oder man schafft etwas nicht, von dem man ausgegangen ist, dass man es könnte. Aber das trifft weitaus weniger zu, als dass man etwas schafft, was man eigentlich schaffen sollte. Gut, jetzt sind wir hier wieder unter einem schönen bunten Himmel mit schönen Kontrastfarben. Das gefällt mir. Ich hoffe, der Entwickler dieses Spiels macht noch mehr Spiele. Gerne auch ein bisschen was anderes, aber mach weiter. Gut, dann sind wir jetzt hier. Wieder auf der großen Fläche und wo ich gerade sage, dass ich hoffe, dass der Entwickler weitermacht. Ich hoffe, dass die Stimme, obwohl die schön ist, mich heute nicht so begeistert. Also ich muss sagen, dass sie mich heute nicht so begeistert. Ich hoffe, dass das nächste Mal eine weichere Stimme da ist. Aber sie passt. Hier komische Geräusche. Ist das wieder so ein Android? Ja. Oder was anderes elektrisches? Achso, das Symbol von vorhin, ja. Inevitably, our programming leads us to revelation. However sour, we don't always receive the answers that we expect. Could it be that our journey was for naught, bar the disclosure that our lives are but an artifice? Our intelligence artificial at best? Surely existence could not be so cruel. Perhaps it is best that we close our eyes, embrace oblivion, and once again. Wake up. Das war Crystal Pass Déjà Vu von Dongush Bodur, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, und dem Michael, den ich gerade überlesen habe. Und Voice Bunny hat das Voiceover gemacht. Danke für dieses Spiel, das leider viel zu plötzlich endet mit diesem Energiedings. Das sind die Used Assets. Ich danke für die Aufmerksamkeit und ja, 10 Spieler sind es insgesamt. Ich danke allen, die mitgemacht haben, die dazu beigetragen haben und wünsche noch einen schönen Tag. Viel Spaß im Internet.